Wir nehmen ja eh, wir veröffentlichen ja eh getrennt, von daher. Ist Bist es du ja hinter Wurst. mir, Yolom? Hallo erstmal, willkommen zurück, wie hinter dir. Ich sitze in dem Raumschiff. Ich meinte Ossel. ich such dich gerade, wo du hingeflogen bist. Irgendwas schießt. Ach, du bist zu dem anderen geflogen, da ist noch was. Das ist ein Carrier. Das ist ein Carrier oder ein Frachter. Weil ich habe die ganze Zeit auf die Raumstation geguckt, aber ja. Ich kann mit Frachter Luxemburg. Solche speichern. Mit Speichern ist hier nix. Einmal bumm und genatzt. So, okay. Wir werden alle sterben. Das hört sich nicht gut Bald an. Ist es soweit. Vielleicht beim Zähneputzen, vielleicht beim Abendbrot. Ich bin gerade dabei. Aber bald sind wir alle tot. Ich sehe gerade nur, dass wir nur geschossen werden. Ja! Ja, zum Glück ist das nicht mein großes Schiff. Ich sehe auch ständig irgendwas an mir vorbeiblitzen. Na also, läuft doch. Und das nächste kaputt, sehr gut. Ganz souverän hier. Das will nicht kaputt gehen bei mir. Ah, doch jetzt. Okay, wie sieht's jetzt aus? Vorne auch. Kann man sich jetzt annähern? Ja, das ist auch interessant hier mit dem Grün, mit dem Orangenen und dem Gelben. Das hat auch irgendwie was. Redet er von dem Muster hier? Was lässt zwei Geschütze stehen? Ich bin halt einfach nur mal außen rum geflogen, um zu gucken, wo noch was ist. Vor allem war ich nicht der Erste, der hier vor Ort drauf geschossen hat. Jo. Ach. Da kann man bestimmt andocken. Ja. Gut, und wir haben bestimmt auch noch 20 Minuten oder so, um das auszunehmen. Und dann? Dann hauen wir ab, weil es dann ja in die Luft fliegt, ne? Aber angeblich macht die Explosion auch nichts kaputt, solange man nicht angedockt ist oder so. Gut, wir sind angedockt. Nein, angedockt steht nein da. Gut. Es geht wahrscheinlich nicht, weil andere Fraktionen. Da ist ein Raumschiff. Ja. IGM Stop to Exit. Aha. Ach, ich sehe die schon wieder nicht. Also das funktioniert so nicht. Ach cool, da kannst du gleich rein, da sind schon Transportboxen. Alle in schön bunt wie beim Tupper. Na, erstmal gucken, das ist halt übliche Beute im Moment. Noch nichts Episches leider. Zement, Steinsmehl. Ist ein bisschen enttäuschend. Freighter Cargo, Freighter Ding. Wo seid ihr denn rein? Rein sind wir gar nicht. Wir sind zu den Boxen geflogen. Ach so. Ja, da ist halt seitlich offen, so ein bisschen. Da ist eine Treppe. Da geht's rein. Die Treppe, unser Erzfeind. Glaub, ich nehme dann aber auch schon mal die... Ach nee, wir müssen ja erst den Kern zerstören, bevor wir hier was auseinandernehmen können. Oder steht ein Text. Was besagt er denn? Nur für autorisiertes Personal. Wir sind doch autorisiert. Du musst Violett haben, um weiter zu machen. Ja, jetzt schieß doch hier nicht rum, Mensch. Solche also. Das Geschütz ist versucht, mich zu kriegen. Aber es kann nicht. Nicht. Immer schön selbstpotten, mein Junge. Kann man das überhaupt kaputt machen hier? Okay, hier ist wohl Volchena schon durch, weil das sieht alles leer aus. Die oberen, ja. Die Solche hat wieder Spaß. What the fuck, die haben so ein riesiges Geschütz hier drin. Was? Nicht wehren? Aber ich weiß nicht, ob mein Kaliber dafür ausreicht. Das bringt doch so nichts. Kann man Sprengstoff auch runterschmeißen? Ich glaub nicht. Xena, was machst du denn? Das klang nicht so gesund. Aber... Ich hab mich gefragt, wo das geschützt ist. Ich wusste nicht, dass das große sein soll. Das mit den zwei fetten Läufen. Die wollen halt, dass man was tut für sein Geld. Ja. Bis es sich bewegt hat. Aber jetzt kann ich mal den Trick ausprobieren, von dem ich gehört hab. Da ist ein anderes Objekt im Bereich. Ja, nee, leck mich doch. Also... Okay, wann holt ihr mich ab von der Station? Wieso? Hat einen Respawn ganz hinten. Hat er ja. Den im Bett geschlafen. An der nächsten Medi-Station respawn hieß in dem Fall an der. Ja, Servant. Jetzt schieb 01. mich meine eigene Drohne weg. Ich wollte die Drohne benutzen, um da hinten den Sprengstoff an das Geschütz zu setzen. So. Das geht? Kann es hier nicht platzieren. Warum geht das nicht? Auf manchen Basen ging das angeblich. Da drunter oder daneben? Das müsste doch eigentlich auch schon reichen, oder? Ich schieße jetzt mit dem Raketenwerfer drauf, auch wenn hier nichts explodiert. Irgendwann wird's kaputt sein. Jungs, ja. Ich glaube, wir haben hier ein kleines Problem oder auch ein größeres. Wieso? Ja. Ich glaube, das sind zwei Flieger ineinander gebackt. Die können dann normalerweise nicht richtig fliegen. Also ich meine, abhauen werden sie dann schon mal nicht. Solange es nicht unser Flieger ist. Jolom, ich bin hinter... Jolom, Ossel, ich bin hinter dir. Komm mal mit, dann kann ich dir zeigen, warum ich das glaube.
Komm mal, ja, warte mal. Ich will ja erst das Geschütz. Das Geschütz könnte vielleicht so ein Hinweis sein. Ja, nicht nur das, sondern... Das ist gleich kaputt. Hier lang. Hier durchgehen. Mhm. Und hier ist ein Aufzug. Erst... Wo bist du? Hier. Und jetzt gucke hier rein. Oh. Cool. Raumschiff im Wohnzimmer. Wir können hier nicht weiter runtergehen, obwohl es hier zur Brücke gehen würde. Oder nach oben. Aber wir können... Kann man da Sprengstoff einfach nicht drauf tun? Probier's mal. Geht. Guck mal, ob es in die Luft geht. Ich weiß nicht, wo es Bumm macht. Ah, da. Das habe ich gesehen, ja. Nö, hat nichts kaputt gemacht. Ich sehe den Schwerkraftgenerator. Ah. Aber wo ist der Kern? Ich hätte dich vorhin abgeholt. Meine Herren, wo bist du denn? Ich bin unten, wo das Geschütz war. Hm, das ist ja dämlich. Jetzt geht er in den falschen Aufzug auch noch. Was? Weißt du denn, wo der Kern ist? Nee, der Kern nicht. Oh, ah, jetzt weiß ich auch, warum hier die Schwerkraft so krass ist, weil es hier jetzt zwei Schwerkraftgeneratoren gibt. Hm. Erschwert das Hüpfen ganz enorm. Erklärt einiges, das erklärt einiges. Backpack of China Tiger, ja. Hast du denn das Geschütz weggekriegt? Ja, bitte einsammeln mein Zeug. Ich habe keinen Platz mehr. Aber du hast wir noch... Wir können uns hier auch nirgends durchschießen. Stimmt, das bringt nichts. Du hast noch 21 Minuten. Das schaffe ich nicht lebend. Das bringt hier gar nichts. Ich würde dich ja abholen, aber ich habe keinen Sitzplatz. Mein Jäger ist nur auf einen Piloten ausgelegt. Vielleicht, wenn es noch hinten eine Anhängerkupplung hätte. Oh, mein Schiff hat was abgekriegt. Das sollte man reparieren. Sonst beschwert sich wieder die Versicherung. Oh, ich komme die Treppe kaum hoch. Deswegen habe ich auf J gedrückt. Aha. Nein. Na, immerhin ein bisschen Kram konnte ich schon rausholen. Aber das ist irgendwie seltsam, dass die ineinander... Soll ich mal den Bronco-Buster nehmen und dich abholen, Schena? Das musst du dem Besitzer klären. Ja, das weiß ich nicht, ob der ja sagt. Er sagt gar nichts, das ist immer Zustimmung, ne? Wo ist denn bei... Ja, du kannst ihn schon kurz nehmen. Wo ist denn bei dem Teil überhaupt der Pilotensitz? Ich muss da gleich wieder herfliegen, weil... Ich find hier nur die Passagiersitze. Gehst du da über P rein, oder wie? Nein, ganz vorne. Ach so, du gehst das nicht ist... hinten rein, du kannst vorne steigen. Aber irgendein Cockpit hat hier auch einen total schweren Schaden. Angeblich. Das könnte auch das Cockpit sein, ja, auf okay. Das geschossen wurde. Hm. Ach, dann war 4% war der Schaden und nicht die Gesundheit, okay. Aber ansonsten ist jetzt hier auch nichts mehr. Shena, du bist bei der Raumstation. Ach, ja, natürlich. Okay. Das Space-Taxi ist unterwegs. Ich hab ja keinen... Bin Anzug, gleich da. ...die mich mehr ins All kann. Ich hätte gedacht, vielleicht willst du mit dem Jetpack rüberdüsen. Ich sollte bremsen. Durch eine Seitentür. Wir müssen hier die Treppe, glaube ich, wieder hoch. Ich bin bei dem großen Dock, falls dir das was hilft, Dock 3. Oder soll ich woanders hinfliegen? Das hilft mir gar nichts. Ich schalte jetzt einen Schwerkraftgenerator aus. Da bist du. Ah, da hinten wuselt was. Yeah. Ach, doch. Hier sind wir reingekommen. Ich habe einen Schwerkraftgenerator ausschalten können. Das sieht also aus, wie Shena da reinfliegt. Ich kann dir zeigen, wo der Ausgang ist, wenn es dich interessiert. Warte, ich muss hier erstmal. Ich sitze. Juhu. Hoffentlich sterbe ich nicht unterwegs. Hoffentlich nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Wo bist du denn? Bei den gelben Treppen. Fliege ich nicht viel ruhiger wie Kapitän solche? Hinter dir? Hinter mir sind nur Leute, die zu langsam sind. Da. Da kommst du hier hoch. Kommt man aber auch wieder runter. Ah, jetzt. Backpack of Shena Tiger kommt näher. Schwerkraftgenerator ausgeschaltet. So, wo? Ja, Moment, meine Festplatte macht gerade wieder beängstigende Geräusche, so. Hier klack, klack, hoch. Klack. Weiß nicht, wo solche geparkt hat, ich packe jetzt einfach auf dem Dach. Shena, wir sind angekommen. Und hier sind wir draußen. Muss mal gucken, bist du sicher, dass es das Dach ist? Nee. Vielleicht stehen auf der anderen Seite ja auch noch Lootboxen rum. Aber im All ist ja egal, ja, kannst ja rumfallen, wie du willst. Ich brauche einigermaßen einen guten Weg halt zu meinen Sachen. Yay! Dann musst du aber auf die andere Seite. Der Bronco-Buster steht gerade auf dem Kopf. Na, jetzt ist die Frage, wo ist der Kern bei diesem Teil, ne? Ja, es hat keinen Wert. Also das
kommst ja nicht mal richtig ran. Ja, da kannst du dich durchschießen, es dauert manchmal eine halbe Stunde, aber es geht, theoretisch. Durch das andere Raumschiff? Welches andere Raumschiff? Was redet ihr denn? Die zwei, die ineinander stecken, oder wie? Es sind... Ja. Hab ich nicht gesehen, nirgendwo. Ja. Gut. Beim Broncobuster sieht man das zum Beispiel. Das ist vielleicht wieder ein Serverfehler, also so ein Fehler in der Kommunikation. Nee, stecken tatsächlich zwei ineinander. Ja, es sieht ein bisschen schwierig aus. Ach so, das erklärt, warum mit dem Fahrstuhl, wenn man da runter geht, dieser Winkel ist, oder wie? Richtig. Ach, okay. Für mich das Raumschiff, das blaue. Na, dann kann man wenigstens die Spinte leer machen und so, ne? Hier ein paar Pflanzensamen. Soll ich einmal Sprengstoff platzieren, solche? Nein, du kannst, wenn du willst, kannst du kurz einsteigen und dich in Sicherheit bringen, weil ich feuer jetzt da einfach zu. Ja, die rabiate Methode geht auch. Willst du einsteigen oder einfach bloß wegfliegen? Ich schieße jetzt ein Loch in der Mitte durch. Ich steige ein, ich steige ein. Ich hoffe, das trifft nicht mich, wo ich gerade rumfliege. Ach, bei unserem Glück. Trifft dich auf jeden Fall. So, ich bin im Bronco. Ich habe noch ein paar Anzug-Upgrades gefunden. Also heute ist es wieder recht buggy, das Spiel. Wow, wow. Das rumst und bumst ja ganz schön. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich doch hier rausgehen, aber der Loot-Instinkt. Muss immer zwei Hüllen durchbringen. Wir haben eigentlich alles auf unserem Schiff, was wir so brauchen. Ja. Da draußen fliegt ein Schäner vorbei. Ja, ich hab mein Zeug wieder. Yay. So, jetzt wieder ausrüsten, alles. Oh. Seltsam schwurbeliges Geräusch hier. Boah. Wenn man jetzt halt wüsste, wo der Kern sich in ungefähr befindet. Ist ja fast wie damals beim Fernsehen gucken hier. So aufregend, so neu, ne? Nee, so verwackelt. Ah. Ja, wenn du jetzt noch so eine alte Brille hättest, dann hättest du fast einen 3D-Effekt wetten. Und hier ist die Antenne. Mhm. Cargo. Aber wo soll das Auto denn alleine hingehen? Ich bin im Hinterteil gelandet. Ciao, und sonst so. Also im Moment habe ich schon ein gutes Loch reingeschossen. Jetzt bin ich durch. Ja, okay. Man kann durchgucken. Dann können wir jetzt aussteigen. Und einen Kern suchen, oder wie? Klar. Ja. Ich muss hier erstmal wieder rauskommen. Das sieht fast schon gut aus hier. Ich muss nur den Ausgang finden. Da. Bringing the universe to you, get your subscription today. Aua, aua, aua. Was wird da gefeuert? Was ist denn da los? Da war... Ich vergesse, dass das Schiff noch nicht uns gehört. Mhm. Da sind noch Dinge, die auf dich schießen. Oh, das ist ein Geschütz, oder? Oh, hier sind auch noch Frachtboxen, die noch nicht leer sind. Nicht, dass jetzt viel Wertvolles drin wäre, aber das nehme ich doch gerne mit. Ich hatte meine Rakete auf den Schaß abgefeuert, das hat sich zu lohnen! Also dieses Crash-Geräusch, war das ein Kern oder nicht? Nein, das war ein Geschützturm. Ah, Shayna, du bist auch bei mir dabei. Ja, natürlich, die alten Looter wieder, ne? Ich hab die zuerst gesehen, ne? Okay, ich bin hier in der Hangar Bay 1. Willst du jetzt sagen, ich hab's zuerst gesehen? Das sind meine. Was ist das denn? An Kisten sollte man erstmal nicht gehen, ne? Du kannst auch an die Kiste gehen. Ja, ich weiß nur, da habe ich auch schon mal lustige Sachen ausgelöst. Ach, Jolum, sei mal ein bisschen spontan. Man muss auch so eine Vollabriegelung mal haben wollen, ne? Da ist der Broncobuster. Mal ein bisschen seine Sachen vollpacken. Immerhin, zwei Arrestrumbachen. Lustige Sachen. Okay, ich bin dran. Da ist das Loch. Ich sehe euer Loch. Also. Oh. Da ist jemand Grünes. Das ist wieder weg. Ich habe den Garten gefunden. Ich habe die Ammo-Boxes gefunden, aber da ist ein Boden dazwischen. Ah. Da kann man nicht noch unten. Hallo, Freunde! Ja. Ich bin nicht Franz Kaufmann. Aber man kann da Sprengstoff anbringen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das hier sind Captain's Quarters oder was? Oh. Ich bleib mal auf Abstand, ich hock mal auf dem Klo. Ah, ich komme hier nicht raus. Kann auf Toilette nicht zugreifen, andere Fraktion, also. Wie stellt ihr euch das vor, was? Leute? Tja, da geht der Deckel nicht hoch. Und das hat mal gar nichts gebracht. Schön. 900 Schaden. Also 900 Lebenspunkte hat's noch. Und mit der Pistole komme ich da auch nicht durch.
Wenn wir halt wüssten, wo wir suchen müssten, könnten wir von draußen mit Raketen drauf schießen. Mhm. Hallo, Shayna. Ich flieg wieder raus und schieß noch ein paar Mal. Ja. Hangar Bay One. Dann geh ich aber auch raus. Ja, warten wir noch kurz solche. Da ist die Med Bay, habe ich gefunden. Hangar Bay 2. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Tja. Guck mal hier, wo ich bin. Und jetzt einfach hinter mir. Ah, ich hab den Warp-Antrieb gefunden. Also von einem der Schiffe. Ein Rolltor? Boah. Okay, ich werde beschossen von irgendwas. Irgendwas schießt, ja. Das ist aber auch irgendwo reingebackt. Ah! Warte, bis ich draußen bin. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, das ist das Problem. So, hier raus. Ah. Er schießt woanders hin, das ist gut. Ja, und dann fliegt trotzdem mal eine Rakete an deinem Gesicht vorbei. Ich glaube, das ist der Warp-Antrieb. Ah, da war ich da eben noch. Er hat auf jeden Fall orange geleuchtet. Ah, da kann ich doch noch was mitgehen lassen, genau. Also bei irgendwas ist der Strom schon ausgefallen. Aber bei dem Blauen. Ah nee, aber ich kann noch nichts wegmachen, also demontieren. Na, so lang vergreife ich mich halt noch an den Kisten, da ist teilweise noch was drin. Hier leuchtet es gerade rot. Kann das, ist das vielleicht ein gutes Zeichen? Naja, ich assoziiere damit eher Explosionen. Oh, das ist rot. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ah ja, okay. Es schießt immerhin nicht mehr. Da ist... die Antriebsdüsen. Aber ich kann sie noch nicht mitnehmen. Tja, tatsächlich, da guckt die Schnauze vom Schiff raus. Da ist der Kern. Okay, mach ihn kaputt. Shayna ist bestimmt auch schon auf Hab-8-Stellung. Okay, das war für das blaue Schiff, das bewegt sich auch gerade. Das blaue bewegt sich, ja, das sieht sehr lustig aus. Ja, so ein bisschen. Das wackelt sich hier gerade raus. Ah, ich bin ja schon am Abbauen. Ah, es hat noch Munition. Noch 5 Minuten. Oh, es wackelt. Kommt's raus? Es kommt raus. Ah! Es treibt ab. Den Bronco-Buster. Schön gegen den Bronco-Buster. Tschüss. Aber wir können jetzt in das Gelbe rein. Juhu. Aber jetzt wissen wir nicht, welches als erstes hochgeht, ne? Beide. Wir haben noch 5 Minuten, ne? Ja. Hey, da ist der Warp-Antrieb. Wie viel Schaden nimmt man denn so, wenn man... Wenn man so ein klein wenig stirbt? Also angeblich macht die Explosion von dem Raumschiff keinen Schaden. Angeblich. Aber definitiv alles weg. Aua. Au, was schießt denn hier auf mich? Ja, ich die ganze Zeit. Ist weg. Das stand beim Warp-Antrieb. Ja genau, da wurde ich vorhin auch beschossen. Oben bei den Kisten. Ich glaube, ich fliege trotzdem mal mit meinem Jäger ein klein bisschen auf Entfernung, wenn das hochgeht. Muss man ja nicht direkt nebendran sitzen, ne? Ich bin gerade noch am Looten. Oder soll ich mal zu dem Blauen hingehen, bevor es ganz abtreibt? Wo ist denn das jetzt hin? Aua. Blaues? Ah, da. Der schießt hier wieder. Okay. Ja, komm mal schnell, ich brauch Hilfe. Bei was? Bei wo? Wo bist du denn? Ja, mein Inventar ist fast voll. Ach so. Ja, meins war voll, deswegen bin ich auch schon mal abgetrieben, also, ne? Das klingt, als wäre Shayna, ja. Noch 5 Minuten. Ja, wie ich diesen Gear-T-Gag da kenne, da ist der in 5 Minuten fertig. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Das frage ich mich auch gerade. Ist doch ganz einfach, noch mehr Sprengstoff, das funktioniert immer. Hier ist noch ein Frachter rein. Das sind 3. Was? Alter. Ja, holt mich mal bitte hier raus. Wo bist du denn? Ich bin hinter einer Wand. Hinter einer Solche, gepackt. Mach dir keine Sorgen, in 5 Minuten bist du eh draußen. Ist du noch in dem Gelben hier? Da ist gelb-orange und... For all the Frachter need to have. Also echt. So. Ach, hier sind ja sogar noch mehr Frachtboxen. Das ist ja schön. Das ist aber schön, Jollum. Ja, dann machen wir jetzt hier 5 Minuten Pause. Wenn ich hier erstickt bin, ist es auch egal. Also, bis gleich. So viel Luft hast du noch. Ach, Leute. Ah, da war Shayna wohl. Da ist noch ein Behälter gewesen mit einem bisschen Biosprit drin. Ja. Bring den bitte mit, da steht schon mein Name drauf.
Wo ist mein Schiff jetzt weg? Ada. Scheinbar. Die Turtelklinge. Dann beende ich meine Folge hier auch und mache auch eben eine kurze Pause. Tschüss. Aloha, liebe Leute, und willkommen wieder zum Endscreen. Ja, ich benutze wirklich Aloha in meinem Sprachgebrauch. Wir wissen ja, Early Access heißt, es können Bugs in dem Spiel vorkommen. Zum Beispiel 2 oder 3 Raumschiffe, die halt eben direkt übereinander spawnen und sich keinen Millimeter bewegen. Naja, aber das war schön, wie das blaue Schiff da sich aus dem gelben rausgelöst hat, ne? Und ich bin ja zuversichtlich, dass wir doch noch ein bisschen Loot rauskriegen. Also war die Operation irgendwie ja doch nicht für den Arsch. Also für umsonst. Entschuldigung, diese Fäkalsprache. In der nächsten Folge werden wir versuchen, die Reste von diesen Frachtern da halt noch einzusammeln. Oder ja, ich weiß ja nicht, sind das alles Frachter? Das kann ja was weiß ich was sein, ne? Aber auf jeden Fall, wir nehmen mit, was mitzunehmen geht. Und ja, wenn das dann erledigt ist, keine Ahnung. Vielleicht warpen wir schon in ein nächstes System. Vielleicht gucken wir uns aber hier auch noch die Raumstation an, die ich gesehen habe. Da wäre ich ja schon ein bisschen heiß drauf. Auf jeden Fall sagen wir vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und würden dann sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.